rap.de Deutschrap-Szene, wo man Leute. Junge, what the fuck? What? Wieso habe ich mir so eine Scheiße bestellt? Bro, guck mal, wie dumm das ist, diese Erfindung hier. So? Da ist nicht mal ein Loch drin dafür. Junge. So, dann können wir jetzt ja ein bisschen über deinen neuesten Release reden. Wir haben ja gerade Breakfast in Hip-Hop, unser neues Format hier. So, Kevin, von deinem neuen Song sagst du, du checkst den Dollarkurs. Ja, das ist ein Insider. Liegt es daran, dass du massive Verluste an der Börse eingefahren hast? Ja, genau, darauf spielt es an. Okay, Mein Ei schwitzt. Oha, der Herr hat Trüffelei, sorry, Bruder. Ich bin Revinzer. Ich muss ehrlich sagen, alles, ich bin Gamer habt, oder sowas. Hast du Salz und Pfeffer? Ja. Ey, mich macht's irgendwie so sauer, dass hier Erdbeeren dabei sind bei einem Nutella-Pancake. Hä, warum? Nutella ist doch und überpassend. Erdbeer passt null. Was? Nee, null. Digga, was? 0% passt. Mm-mm. Das Geilste ist, wenn du so Erdbeeren in so Schokolade tunkst. Nee. Okay. Aber eine Banane? Banane ist das Beste. Findest du, das ist das krasseste Gemüse, Obst? Für Nutella auf jeden Fall schon, ja. Ich glaube so an sich, boah, was ist mein Favorite Obst? Ich finde sowas wie Birne richtig krass, aber ich esse es echt selten leider. Pistazie ist auch so geil, oder? Pistazie ist dieses Grüne, finde ich übernice. Pistazieneis ist richtig geil. Ja, ich feiere auch Baklava geisteskrank. Habt ihr schon mal gegessen? Digga, ja. Baklava ist so nice. Gegessen, ja. Aber du bist ja jetzt auch Rapper. Cool. Zurück zum Thema, Breakfast und Hip-Hop. Das ist so ein scheiß Format, Digga, ist so. In deinem ersten Track hast du gesagt, ich f*** gern Kinder. Was war deine Message dahinter? Das hab ich nie gesagt. Okay. Und was steht so in zukünftigen Projekten an, Releases-mäßig? Soll ich jetzt Real Talk beantworten? Ja, zack. Machst du noch mehr? Ich habe noch 2-3 Songs, die ich releasen will, ja. Bist du schon fertig? Noch nicht fertig abgemischt, aber eigentlich schon fertig aufgenommen, ja. Soll ich Demo heute Abend anhören? Auf gar keinen Fall. Okay. Also, das war ja mehr so ein Fun-Ding und jetzt die nächsten werden eher so ein bisschen ernster. Ich kann öfter auf Frühstückstalk kommen, ich würde auch jeden Tag zuschauen. Hä, Junge? Nein. Nein, das ist einfach nur Scheiße. Wir haben nicht mal ein richtiges Gespräch, Alter. Wir kriegen das nicht mal hin, weil wir zu dumm sind. Wir fressen einfach nur, es gibt so Schmatzgeräusche. Hey, das ist geil, kannst du bitte öfter machen. Ich finde das übertrieben nice, Mann, ich genieße das voll. Bro, wir waren früher mal auf einer Homeparty und so ein Typ von uns, also wir waren so 16, ein Typ von uns, der war so jedes Wochenende übel besoffen, der hat einfach so eine Klotür von so einer Freundin von mir einfach eingetreten, Digga. Bei mir auf dem 16. Geburtstag hat sich ein Kollege von mir im Klo eingeschlossen, sich, weil er besoffen war, auf den Schlüssel abgestützt, weil er aufstehen wollte, vom Klo Schlüssel abgebrochen. Dann hat er das Fenster nicht aufbekommen und war in der Toilette eingeschlossen und dann, der musste aus dem Erdgeschoss, das ging noch, aus dem Erdgeschoss rausklettern, hat aber beim Rausklettern den ganzen Blumenkasten, der auf der Fensterbank stand, mitgenommen und ist dann mit dem Gesicht so unten irgendwie so in diesem Matsch gelandet. Und dann mussten wir einfach das komplette Ding, das Schloss ausbauen, Alter, weil er so besoffen gewesen ist, Junge. Bro, Basti hat sich mal im Stream in der Toilette aus Versehen eingeschlossen. Aber war der besoffen? Nee, Basti hat, glaube ich, noch nie Alkohol getrunken. Also war der einfach nur dumm? Ja. Ist auf Klo gegangen und dann ist diese Klinker so ihm entgegengekommen. Oh mein Gott. Und er konnte sich nicht mehr reindrücken halt. What the f***, was macht man dann? Ich glaube, er hat irgendwie mit so einem Zettel oder so das dann versucht so einzudrücken. Hat geklappt? Ja, aber hat ein bisschen gedauert, 20 Minuten oder so. Junge, wie stressig, vor allem wie schlimm für den Stream. Was streamst du heute? Wann oder was? Nee, was? Weiß ich nicht. Okay. Guter Talk. Ist alles okay? Ich hatte gerade so Trüffel an meinem Kitzler hängen. Wie heißt das? Hast du Löffel? Pop weh. Nee, Löffel haben wir nicht. Ich hole dir einen. So. Danke. Danke, Bro. Kein Ding. Warum sagst du danke? Du hast davon gar nichts. Ja, weil... Ich habe schon überall so, hast du gesehen, ich habe mein Handtuch schon bei dir aufgehangen und so die ganzen Sachen. Cool. Direkt diesen Schritt so gewagt, wo ich so meine Duschsachen direkt in deine Dusche reinstelle und dich wieder mit rausnehme. Danny hat jedes Mal, wenn er hier war, Head & Shoulders und irgend so ein Axtzeug für die Achseln so mitgebracht. Mhm. Und er hat jedes Mal vergessen. Deo, jetzt hab ich, Mann, Digga. Duschgel. Mann, Duschgel. Ja, Mann, Jungs. Also Duschgel. Und er hat jedes Mal vergessen und jedes Mal neu mitgebracht. Ich habe jetzt irgendwie so 3-mal von jedem da einfach. Ist nicht Axe auch so ein Meme, dass so 17-Jährige nach Axe riechen? Ja. Axe Alaska. Und die Dark Temptation, die Schokoladen. Axe Alaska riecht nach, also es riecht nach so Sportkabine. Erste Stunde Montag, Sport. Nee, da fehlt dieser Sackgestank. Na, true. Bro, wir hatten so einen Typen bei uns, der hieß Basti. Der hat immer so Vögelchen gemacht. Der hat immer so eine Boxershorts gehabt, wo man so den Knopf aufmachen konnte. Und dann die Eier rausgeholt. Dann hat er die Eier so nur rausgeholt. Ja. Meinte so, hey, guck mal, Vögelchen. Und dann haben wir straight up auf seine Eier geguckt. So weird, wenn das dein Lehrer gewesen ist. Also wir hatten einen Sportlehrer, der hat immer so Mädels angemacht. Wir auch. Das sind immer die Sportlehrer. Die ja, die fassen auch immer so an. Sein Lieblingsding war so Boxspringen, weil das hat er übel oft gemacht, weil er da immer Hilfestellung machen konnte. Okay, das Schlimmste, was ich mal erlebt habe, war in der 5. Klasse, dass unser Lehrer uns gesagt hat, wir müssen nackt duschen. Na,
nach dem Schwimmunterricht. Real-Rap jetzt oder Joe? Das ist ja mein Real-Rap. So, er meinte so, yo, mit Badehose darf man nicht duschen. Das war auch so in Euskirchen, da wo ich herkomme, so das Rexkaff. Da so ein ganz altes Schwimmbad. Und da musste man immer so eine Badekappe anziehen. Der musste keine anziehen, der hatte eine Glatze. Der Wick. Musste keine anziehen, das war über OP. Glatze einfach OP. Und dann hat er uns gesagt, yo, wenn ihr duschen geht, bitte die Badehose ausziehen, weil wir wollen nicht, dass irgendwelche Tenside aus den Klamotten ins Grundwasser, so richtigen Bullshit und so. Das war so richtig unangenehm und dann wurde das irgendwann zur Sprache gebracht und dann meinte er so, ja, nee, das wurde falsch verstanden und so. So ganz, ganz weirdes Ding. Ganz, ganz weird. Also der war nie mit uns duschen, aber allein der Fact, dass er so gesagt hat, yo, ihr müsst euch gegenseitig nackt beim Duschen zusehen, schon weird, oder? Ja. Das Ding ist, was ich einmal gehabt habe, war, als wir mal in der Therme Erding waren, bin ich mal angesprochen worden von Eltern. Als ich draußen so, da ist so ein riesiger Draußenbereich und da habe ich so ein Bier getrunken. So breitbeinig gesessen und der Pimmel ist mal in der Mitte rausgebaumelt. Ja, der hatte halt so geblubbert auf diesen Blubberblasen. Ich habe so eine Blubberdüse einfach gebummt. Kennst du diese Kids, die immer diese Blubberblasen, wo immer ihren Schwanz und ihr Arsch an diese Blubberdüsen gehalten haben? Ich habe immer so gemacht, ich habe immer so die Hosen hinten runtergezogen und dann hat es so von hinten quasi so in diese Badehose so und dann war die Badehose so so geschwollen ist. Es hat auch so ein bisschen Luft in den Arsch gegangen, ne? Nee. Okay. Der Kollege von mir hat mal versucht zu atmen. Das heißt, jetzt hat er seinen Mund dran gehalten. Bro, da hat ja jeder schon seinen Pimmel dran gehalten, ne? Reingehört, versteckt er den. Bruder, niemand hat schon mal jemand seinen Pimmel an so eine Düse dran. Natürlich, Digga. Bro, auf alles. Digga, Bro, was? Auf alles. Jeder macht das. Doch. Hast du nicht gesagt, dass du einen Arsch dran gehalten? Ja, nein, nicht mein Arsch. Nur so. Safe. Doch. Auflöst. Guck mal, jeder. Alle. Ja, safe, mal, Digga, klar. Digga, klar, beste. Wir hatten bei uns in der Schule auch, wir hatten in der Abi-Schule, wie heißt das, Gymnasium, hatten wir eine Tür. Warst du auf dem Gymnasium? Ja, also nicht für so Kinder, wo nicht alle normalen Kinder, also in der kleineren Klasse halt und der Lehrer hat viel mehr Zeit mit einem verbracht und so. Warst du alleine mit dem Lehrer oft? da war so eine Tür und die war immer abgeschlossen. Mhm. Aber einer von uns, Janis hieß der hat das Ding aufgebrochen mit so einem, okay, wie erklärt das? Von einem Ordner, an einem Ordner sind immer diese Metallstreifen dran. Die hat er abgemacht, aufgefaltet und hat daraus einen Dietrich gebaut und das Schloss irgendwie, no joke, aufgemacht, damit wir diese Tür aufmachen konnten, weil wir wollten immer wissen, was dahinter ist. Und dann haben wir gesehen, hinter dieser Tür ist einfach nur ein leerer Kaminschacht gewesen, der war nicht mehr im Betrieb so. So ein Fallrohr, ne? Und da war das so ein Ding, dass wir irgendwann so angefangen haben, einfach so Sachen da so runterzuwerfen, so von wegen so vor Klausuren, so wir opfern jetzt dem Schacht irgendwas so und so, weißt du? Und dann hat irgendwann einer mal vor der Sommerferien seine Brotdose da reingeworfen und wir opfern die Brotdose dem Schacht und dann, Digga, dann sind wir zurückgekommen nach der Sommerferien. Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Wir opfern die Brotdose dem Schacht. Jetzt war das so ein Ding bei Herr der Ringe oder so. Das war für so. Klausuren, für Glück und so was. Ja. Und dann... Andere Kulturen auch von so einem Schwein, Digga, hier so eine Brotbüchse. Alter. Dann sind wir wiedergekommen nach den Sommerferien und es hat so krank gestunken. Und dann musste so ein Hausmeister mit so einer Kamera da runterfahren und hat gesehen, dass da so voll viele Sachen lagen. So ein Fußball und sowas. Ja, das ist ja. Der Junge. Opfer eine Brotbüchse dem Schaf. Dem Schaf. Seid ihr zusammen? Ja, wir sind beide zusammen, tatsächlich. Sollen wir küssen? Wenn du Bock hast. Sahst du aus, glaubst du? Nee, warte mal. Warte mal. Nochmal. Okay. Oh, wir sind fast wirklich. Okay. Na, du warst zu weit. Beweg dich nicht, beweg dich. Oh, der war gut. Der war gut. Oh mein Gott. Der Au, mein Kiefer hat geknackt. Was machen wir jetzt? Hör auf. Was machen wir jetzt? Kevin ist gerade duschen. Wer ist das? Kevin ist gerade baden. Wir können jetzt nicht auf die Tür aufmachen. Nimm Telefon. Hallo? Ja, Erste? Erste. Bitte? Was? Boah, weiß ich nicht. Moment, ich frag mal, ja? Die hat mich beleidigt. Oh nein, Leute. Scheiße. Alter, ein Postbote ist hier. Digga, die werden ausgeraubt. Ja, mach mal Telefon ab und ich hol den Ohrstück ab. Hab ich schon. Der telefoniert gerade schon. Der ist schon dran. Hi, erster Stopp. Das hast du auch schon gesagt. Der war richtig sauer, der hat so richtig Berlinerisch gesprochen. Ich will was abholen! Warum war der so unfreundlich? Was soll das jetzt? Bitte, ich will das Paket abholen.